Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 12. Juni. Heute dabei Xbox One X, Porsche 911 GT2 RS, Alexa, Microsoft, Pokémon Go und Facebook. Dieser Tage ist in Los Angeles die E3, die große Spielemesse, am Start. Ich selber bin jetzt nicht der große Gamer und werde wahrscheinlich auch nicht so viele Gaming-Themen jetzt dabei haben. Aber zwei habe ich auf jeden Fall heute, denn die finde ich, die muss man berichten. Einmal hat Microsoft die neue Xbox vorgestellt. Und zwar die Xbox One X, der Nachfolger zur Xbox One S und zur normalen Xbox One. Und ja, das ist eine Konsole mit 4K. Kleiner als die Xbox One S und entsprechend auch kräftiger. Also kleiner und gleichzeitig kräftiger, um entsprechend die ganzen 4K-Spiele anzubieten. Und die steht am 7. November in den USA in den Läden und Microsoft ruft dafür $499 auf. Ja, mal sehen, wie der Markt das annimmt. Und die Xbox One X ist auf jeden Fall rückwärtskompatibel, sprich die ganzen Xbox One-Titel und entsprechend kompatiblen Xbox 360-Titel können gespielt werden. Und auch das gesamte Zubehör funktioniert natürlich auch weiterhin mit der neuen Xbox. Ja, dann ein anderes Thema. Porsche, die haben nicht auf der Automesse in Detroit, Geneva oder wo auch immer den neuen Porsche 911 GT2 RS vorgestellt. Nee, das haben die diesmal auch auf der E3 in Los Angeles gemacht. Da wundert man sich, aber ja, das liegt daran, dass man bis vor kurzem in den meisten Rennspielen gar kein Porsche fahren konnte, denn die hatten einen Exklusivdeal mit Electronic Arts und der ist ausgelaufen und jetzt präsentiert sich Porsche der gesamten Gaming-Welt und den ganzen Autorennspielen und entsprechend auch zum Beispiel Forza Motorsport 7, dem Autorennspiel sondern auf der Xbox entsprechend. Also hat ja jede Konsole so sein eigenes Autorennspiel, womit halt immer die Limits ausgetestet werden. Und da kann man jetzt im Spiel entsprechend halt auch die Limits mit dem Porsche 911 GT2 RS austesten. Und der Wagen wird nämlich dann auch das Cover Car von Forza 7, also das Auto, was auf der Spielhülle gefeatured wird. Mittlerweile anscheinend auch so ein Riesenthema, ähnlich wie bei FIFA, wo es dann immer darum geht, welcher Spieler da auf die Hülle drauf darf. Ja, also das war es auch für die E3 erstmal für heute. Und gehen wir mal zu den normalen Themen. Und ein Thema, was immer wieder kommt, ist die Amazon Alexa. Also die Alexa generell, im Regelfall auf dem Amazon Echo. Und für die gibt es nämlich da jetzt einen neuen Skill, und zwar eine Videoskill API, die dementsprechend es ermöglicht, Videodienste mit der Stimme zu bedienen. Also bereits in Alexa integriert ist eine Suchfunktion für Textzeilen in Liedern. Und nun soll es auch weitergehen in Sachen Video. Und dementsprechend ist halt die API da. Und in der API oder mit der API kann dann gezielt nach Filmen oder Serien, nach Genres gesucht werden. Und man kann so beispielsweise dann sowas sagen wie Alexa spielt Komödien. Ähnlich wie es auch mit Siri auf dem Apple TV teilweise geht. Schöne Sache und ja, mit Alexa geht es auf jeden Fall weiter. Mal gucken, was dann noch so alles kommt. Wo nicht mehr viel kommen wird, das ist beim MicrosoftDocs.com. Und ehrlich gesagt, die kannte ich gar nicht, Docs.com. Das war anscheinend auch so eine Ablagefläche für Dateien. Und die wird jetzt von Microsoft zum 15. Dezember 2017 eingestellt. Und warum? Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, du, ich kannte es auch nicht, hat anscheinend auch kaum einer genutzt. Aber Microsoft hat auch eine sinnige Erklärung, denn die haben ja LinkedIn übernommen. Und zu LinkedIn gehört SlideShare, was ja schon eine riesen Dateisammelplattform ist für Präsentationen. Die kann man nämlich entsprechend halt auch nutzen, um entsprechend Word, PowerPoint und PDF-Dateien abzulegen und zu präsentieren. Und generell kann ich das ja auch schon machen mit OneDrive von Microsoft. Also irgendwie war Docs.com dann wirklich überflüssig und ist ja, wie gesagt,
zumindest bei mir auch nicht so richtig im Markt angekommen, hatte ich den Eindruck. Oder habe ich jetzt den Eindruck. Und von daher, ja, am 15. Dezember ist Schluss. Und wer docs.com benutzt hat, sollte entsprechend seine Sachen vorher runterladen. Und ja, wir stehen kurz vor einem Jubiläum. Und zwar vor dem ersten Jahrestag von Pokémon Go. Also man denkt es gar nicht, vor einem Jahr war es soweit. Im Juli 2016 ist Pokémon Go gestartet und der ganze Wahnsinn ging los. Der große Hype-Level, mittlerweile damit ein bisschen abgeschwächt. Dann gab es diverse Aktionen und logischerweise zum Jubiläum gibt es wieder eine Aktion. Und zwar jetzt schon am 13. Juni, also morgen. Da kommt ein neuer Event. Da wird man dann Pokémon vom Typ Feuer und Eis öfter finden. Die Glückseier werden reduziert. Und noch diverse andere Krimskrams könnt ihr euch natürlich in unseren Shownotes mit dem Link vom stadtbremerhaven.de Blog auch nochmal durchlesen. Und das ist eigentlich nur der Startschuss, denn danach geht es wirklich rund. Am 22. Juli findet ein riesiges Pokémon Go Fest in Chicago statt, also ein echtes. Und Pokémon hat halt, oder Niantic, die Firma hinter Pokémon, hat schon angekündigt, dass auch in Europa verschiedene Veranstaltungen stattfinden werden. Die werden in den Shoppingcentern stattfinden, wo auch bereits im letzten Jahr schon Veranstaltungen stattgefunden haben. Also, wer Pokémon Go nicht mehr spielt, hat vielleicht einen neuen Anreiz bekommen. Ich bin ja eh immer noch weiter dabei und freue mich auf jeden Fall auf den Event. Zum Ende noch ein letztes Thema, Facebook. Facebook hat jetzt in den Instant Articles ja, mehr oder weniger angekündigt, dass jetzt auch die Werbemöglichkeiten dort angeboten werden. Also richtet euch darauf ein, dass ihr in den Instant Articles, also dieses extra Textformat, was Facebook Verlagshäusern zur Verfügung stellt, dass ihr da jetzt auch bald Werbung drin bekommt. So ist leider die Welt. Und das war's dann auch für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und in die Woche. Für viele vielleicht eine kurze Woche, weil zumindest in Deutschland haben wir am Donnerstag wieder einen Feiertag. Macht was aus eurem Tag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.